Herzlich willkommen zu 95 Olé, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin, liebe Zuschauer. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn die Fortuna feiert in dieser Woche ihren 120. Geburtstag und deswegen ist auch mein Gast ein ganz besonderer. Er ist einer der erfolgreichsten Fortunen aller Zeiten. Vorher werfen wir aber noch mal einen Blick auf das gar nicht so erfolgreiche Spiel gegen Greuther Fürth. In der zweiten Fußball-Bundesliga unterlag Fortuna Düsseldorf gegen Greuther Fürth mit 0:3. Gegen die Mannschaft von Ex-Fortuna-Trainer Mike Büskens konnte keiner der Flingeraner wirklich überzeugen. In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten brachte Markus Stiepermann die Fürther mit seinem 1:0-Treffer in der 29. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Stürmer Robert Sulcz auf 2:0, ehe Goran Sukalo mit seinem Treffer zum 3:0 Endstand die Partie endgültig entschied. Die Auswärtsniederlage in Fürth war für die Fortuna das 5. sieglose Spiel in Folge und bescheinigt den Abwärtstrend der Fortuna. Sie sind nun das schlechteste Team der Rückrunde. Dabei zeigt sich in der Statistik keine Dominanz der Fürther. Im Gegenteil, mit 57% hatten die Flingeraner einen höheren Ballbesitzanteil und auch die Quote der gewonnenen Zweikämpfe spricht mit 52% für die Düsseldorfer. An diesem Abend machte die Effektivität der Fürther den Unterschied, denn mit 8:7 Torschüssen ging auch die Torschussstatistik an die Flingeraner. Lediglich beim Eckenverhältnis hatten die Fürther mit 2:1 Ecken einen leichten Vorteil. 3:0 sagt schon viel. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir vor allem auch in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Chancen hatten, um natürlich auch unser Tor zu machen. Wir, denke ich, auch viel Ballbesitz hatten, aber halt die zwingenden Aktionen nach vorne einfach gefehlt haben. Und schlussendlich hat Fürth, ich glaube, aus 4 oder 5 Chancen 3 Tore gemacht und somit auch verdient gewonnen. In der Tabelle belegen die Düsseldorfer mit 41 Zählern punktgleich mit Union Berlin den 7. Tabellenplatz. Am Freitag empfängt Axeus Mannschaft das Tabellenschlusslicht aus Aalen. Mein Gast, der hat 376 Spiele Fortuna gemacht, ist damit der Spieler mit den zweitmeisten Partien für Düsseldorf und er hat ganze 15 Jahre für die Fortuna gespielt und dabei zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Herzlich willkommen, Egon Köhn, schön, dass Sie da sind. Danke. Zuerst einmal die Frage, wie geht's Ihnen? Gesundheitlich geht es mir wieder gut. Ich habe so eine kleine Schwächephase gehabt in den letzten Monaten, aber das scheint behoben. Sie sind jetzt 67 Jahre alt, aber Sie sind immer noch für die Fortuna tätig. Wie sieht das aus? Richtig. Ich mache für den Jugendnachwuchsbereich Scouting und bin hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs für die Jugend. Wir haben eben schon mal einen Blick auf das Spiel gegen Fürth geworfen in der Statistik. Die Situation bei der Fortuna ist schwierig, sage ich mal. Wie schätzen Sie die ein? Ja, ich denke auch, dass sie schwierig ist. Insofern, weil wir müssen davon ausgehen, dass wir wirklich nur noch Mittelmaß sind. Das heißt, die Qualität der Mannschaft muss irgendwie verbessert werden. Glauben Sie denn, dass wenn vor der Saison über den Aufstieg spekuliert wurde, beziehungsweise gesagt wurde, der Aufstieg, der ist möglich, dass man sich da überschätzt hat? Oder sind die Spieler gerade einfach nicht in der Lage, ihr Niveau abzurufen? Ja gut, vor der Saison setzt man sich immer irgendwelche Ziele. Nur man muss halt merken, in der Saison, wenn das Ziel nicht zu erreichen ist, dann muss man sich neue Ziele stecken. Was sollte das Ziel jetzt für die letzten Spiele sein? Einfach nur gewinnen und die Fans wieder ein bisschen zu besänftigen? Ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit der Analyse eigentlich angesagt. Man muss sagen, so, mit welchen Spielern will ich weiterarbeiten und was muss ich tun, um die Mannschaft zu verbessern. Auffällig ist auch gewesen, dass die Mannschaft in der Hinrunde sehr viel besser gespielt hat als in der Rückrunde. Gibt es da Erklärungen für, dass das in der Rückrunde auf einmal nicht mehr so läuft? Das kann ich von außen schlecht beurteilen, denn man weiß ja nicht über die Abläufe innerhalb der Mannschaft und Trainer, was da passiert. Das kann man von außen nicht beurteilen. Wie ist das denn bei Ihnen damals gewesen, wenn man in der Mannschaft in so einem Loch war? Sie sind ja damals auch mal mit der Fortuna abgestiegen. Wie kommt man aus so einem Loch raus? Was hat man damals gemacht? Ja, ich denke auch, dass das Gremium, die Entscheidung fällen, wie so eine Mannschaft auszusehen hat in der Zukunft, dass sie damals oft richtige Entscheidungen getroffen haben. Leider ist es so, dass selten die Spieler gefragt wurden, was kann man verbessern oder wie kann man das anders angehen. Das waren leider immer einsame Entscheidungen. Aber ich denke im Nachhinein, weil dann auch die Erfolge wieder kamen, sind viele richtige Entscheidungen getroffen worden.
Nur war auch innerhalb der Mannschaft, sag ich mal, ein anderer, möglicherweise anderer Geist da. Wir hatten so Spieler wie der Fred Hesse, auch meine Wenigkeit. Wenn so eine Krise da war, dann sind wir hingegangen, haben angepackt, so auf gut Deutsch mal zu sagen. Und da stimmte einfach auch die Mischung. Wir hatten ältere, erfahrene Spieler, wir hatten ein paar Techniker, wir hatten ein paar Kämpfer, wir hatten ein paar junge Leute, ein paar alte Leute. Da passte das einfach innerhalb der Mannschaft. Da haben wir uns oft auf so einen Sumpf rausgezogen. Das heißt, anpacken ist das Stichwort jetzt für die Fortuna? Ja, gut. Was anders bleibt, wenn in der Situation ja sowieso nicht übrig. Sie haben ja nicht die großen Möglichkeiten, also muss das außerhalb, innerhalb der Mannschaft entstehen. Dann schauen wir mal, ob die Fortuna das in dieser Woche auch im Training gemacht hat. Wir haben wie immer da vorbeigeschaut. Die Fortuna und die Mannschaften vom unteren Tabellenende. Das ist auch in dieser Saison eine Kombination, die die Flingeraner immer wieder vor Probleme stellt. Nach Niederlagen wie zuletzt gegen Aue oder St. Pauli unterlag man nun auch bei den abstiegsbedrohten Fürthern. Lars Unnerstall, der gegen die Spielvereinigung für den erkrankten Rensing zwischen den Pfosten stand, kann sich diese Schwäche nicht erklären. Ich habe auch keine Ahnung. Wir wissen, dass die zweite Liga generell stark besetzt ist, von oben bis unten. Ja, wir hatten diese Saison oft, dass wir gegen die oberen Tabellenplätze immer sehr gut gespielt haben, gewonnen haben oder einen Unentschieden rausgeholt haben und gegen die untenstehenden, warum auch immer, mal verloren haben oder auch nur unentschieden gespielt haben. Für Lars Unnerstall war es gleich ein doppeltes Desaster. Durch den Ausfall von Michael Rensing rückte er nach 11 Spielen ohne Einsatz wieder in die Startelf. Dass er dann gleich 3 Tore kassiert, ärgert den 24-jährigen Ibbenbürener sehr. Für einen Torhüter ist es natürlich immer, ja, auf gut Deutsch ein Scheißspiel. Man kriegt 4 Bälle aufs Tor und darf dreimal die Kugel wieder rausholen. Und das war es eigentlich an Aktion. Und das ist natürlich dann ein undankbares Spiel, was keinem Torhüter wirklich Spaß macht. Ein Wermutstropfen für den Torwart könnte eine Absprache mit dem Trainer sein, nach der er auch gegen Aalen im Tor stehen soll. Egal wer spielt, das Team muss sich am Freitag mit einem anderen Gesicht zeigen. Das sieht auch Ben Herr Lorenzo, der es schade findet, dass die Fortuna gerade zum 120-jährigen Jubiläum nicht das beste Bild abgibt. Es ist nicht wirklich die richtige Zeit dafür. Wir sind es den Fans aber schuldig, die immer bei uns sind. Es ist eine harte Zeit für uns, aber wir wollen den hoffentlich vielen Fans beweisen, warum sie Geld dafür bezahlen, um uns spielen zu sehen. Um die Fans zu besänftigen, sollte schon ein deutlicher Sieg rausspringen. Eigentlich sollte das auch möglich sein, denn Aalen ist letzter und hat 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch die Vergangenheit belehrt einen ja des Besseren. Zumal man auch schon im Hinspiel gegen Aalen 0:2 verloren hat und auch damals war der VfR unten drin. Die Fortuna hat also gleich doppelt etwas gut zu machen. Ich denke, wir müssen noch eine Schippe drauflegen, einfach mehr Leidenschaft, mehr Kampfkraft. Einfach den Gegner, ja, wie man so schön sagt, nicht kaputt spielen, sondern niederkämpfen. Und ich denke, wenn das auch dann die Fans sehen und dann ein gutes Ergebnis dabei rauskommt, werden wir auch wieder ein gutes Verhältnis zu den Fans haben. Kampf ist das richtige Schlagwort. Nichts anderes erwartet Ben Herr Lauren vom Tabellenletzten. Um ehrlich zu sein, wird eine kämpfende Mannschaft auf uns warten. Sie stehen am Ende der Tabelle und versuchen, die Relegation zu verhindern. Das bedeutet, es wird viele 1-gegen-1-Situationen und Zweikämpfe geben. Wenn wir nur an uns selber glauben, nach vorne spielen und hinten gut verteidigen, einfach den Ball so laufen lassen, wie wir es können, dann gibt es keine Begründung, dass wir ein Team wie Aalen nicht besiegen können. Hält man sich dieses Mal an die Vorgaben und setzt sie auf dem Platz um, dann könnte es auch mal wieder für einen Sieg gegen ein Team von ganz unten reichen. Das nächste Spiel am Freitagabend also gegen Aalen. Und das ist auch eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Egon Köhn, gegen die hat sich die Fortuna in der Saison auf jeden Fall immer schwer getan. Wie sieht es am Freitag aus? Nicht nur diese Mannschaft, sondern das zieht sich eigentlich über die Generation hin. Ich weiß, dass wir auch immer dann Schwierigkeiten hatten, wenn Mannschaften aus der unteren Tabelle zu uns kamen. Weil wir dann selber das Spiel machen mussten. Und das fällt der jetzigen Fortuna auch schwer. Ich habe also weniger Sorgen, wenn Mannschaften aus dem oberen Drittel kommen, als statt Mannschaften aus dem unteren Drittel. Jetzt müssen Sie es auf jeden Fall richten.
Wir kommen mal zu Ihnen an dieser Stelle. Sie sind 1966 zu Fortuna gekommen. Ja. Damals war es Hans-Georg Noack, der ist mittlerweile Ehrenpräsident der Fortuna, der Sie, glaube ich, verpflichtet hat. Wie ist so eine Verpflichtung damals gelaufen? Ja, ich wohnte damals in Westfalen und meine Mutter hat dann nochmal geheiratet. Mein Vater war früh gestorben. Und dann hat man mich gesucht in Versbronn und erstmal nicht gefunden. Naja, der Zufall wollte das denn, dass der Hans Noack und der Karl Heilberger dann irgendeinen Metzgerladen gefragt haben, kennen Sie den Egon Köhn? Ja, das kann nur der Sohn von dem Friedel Bestmann sein. Und so haben sie mich dann gefunden und mein Bruder kam dann auf den Sportplatz, da war ich natürlich, und sagte, Egon, komm mal nach Hause, da sind welche von Fortuna. Okay. Wie sah das zustande gekommen? Wie sahen denn so Verträge damals aus? Das habe ich gestern noch erzählt. Ich glaube, meinen ersten Vertrag, da käme heute kein Platzwart für. Das heißt, die mussten nebenbei auch noch arbeiten? Ja, das war damals so üblich. Man hat ja nur einmal trainiert am Tag. Ich habe also halbtags, was heißt halbtags, dreivierteltag bei der Stadtsparkasse hier in Düsseldorf gearbeitet, habe erst meine Lehre da zu Ende gemacht und war dann noch mehrere Jahre als Angestellter. Welchen Ruf hatte die Fortuna denn damals? Es war ja schon 1933 deutscher Meister geworden. Toni Turek war ein Weltmeister von der Fortuna. Wie haben Sie die Fortuna damals wahrgenommen? Ja, ich selber habe wenig Bezug zu dem Profifußball gehabt, weil das war nicht unbedingt mein Ziel. Das waren eher Zufälle, die mich dann dahin gebracht haben. Ich habe dann schon gewusst, dass die Fortuna einen guten Namen in der Republik hatte. Das war mir schon klar. Aber die Bedeutung der Fortuna hier für diesen Ballungsraum Niederrhein, der war mir nicht so bewusst. Sie haben Ihr erstes Spiel gegen den FC Bayern München gemacht und direkt hat die Fortuna gewonnen. Es gab nicht so viele Siege in der Saison, das soll dazu gesagt sein. Aber war es trotzdem ein Traumeinstand, gegen Bayern zu spielen und dann zu gewinnen? Es waren ganz widrige Verhältnisse. Es hat geregnet in dem alten Grünwalder Stadion und der Platz war eine einzige Seenplatte. Und ich bin dann mit dem Naftziger ein paar Mal, was ich so 20, 30 Meter über den Rasen gerutscht. Und ich weiß noch, unser Präsident damals, der kam dann in die Kabine zur Halbzeit und heftete mit Heftzwecken 100 da an die Tafel und sagte, wenn er heute gewinnt, kriegt er das jeder noch oben drauf. Dann gewannen wir ja sensationell 2-1. Die Frage, ob die 100 Euro dann heute reichen würden, um die Spieler zu... Es waren nicht 100 Euro, es waren mehrere 100 Euro. Ach, mehrere 100 Euro, okay. Ja, entspricht aber nicht dem, was heute verdient wird. Ja. Dann, die Mannschaft ist dann trotzdem abgestiegen in der Saison, waren dann 4 Jahre in der Regionalliga West, das war dann damals die zweite Liga. Richtig. Dann ist man aufgestiegen und dann war es sehr viel besser bei der Fortuna. Was hatte sich in diesen 4 Jahren verändert? Ich glaube, damals war die Verpflichtung von Heinz Lukas ganz wichtig. Und der hatte wohl schnell einen Bestand aufgenommen, was haben wir als Mannschaft, wo müssen wir sie verstärken. Und das ist ihm über Jahre sehr gut gelungen. Von Jahr zu Jahr war eine Steigerung da und wir waren ja dann unter ihm auch zweimal Sechster und zweimal Dritter in der Bundesliga. Und dann hat man auch im UEFA-Pokal gespielt. War es damals schon ein Traum, international zu spielen? Ja, sicher für einen jungen Kerl wie wir damals. Da wurde ja noch nicht so viel gereist, wie es heute der Fall ist. Das waren meine ersten Auslandsaufenthalte. Das war natürlich für einen jungen Kerl aus dem westfälischen Land war das was Besonderes. Es hätte vielleicht auch zur Nationalmannschaft gereicht, aber da hat ihn dann das Knie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, der Knöchel. Wir waren damals eingeladen auf... Grund einer Aussage vom Jupp Derwall, der glaube ich damals Amateurtrainer war und Assi beim Helmut Schön. Der kam dann irgendwie nach Düsseldorf 14 Tage vor dem Länderspiel gegen die Schweiz. Und da sollten die 3 Stürmer, ich glaube Geier, Herzog, Seel und die beiden Verteidiger Heiner Baldes und ich eingesetzt werden. Und 14 Tage vorher spielten wir in Duisburg und der Heiner und ich, wir brachen uns innerhalb von 10 Minuten die Beine. Ich den Knöchel und der Heiner Schienbein und Wadenbein, glaube ich. Also schlechter kann es eigentlich nicht mehr laufen.
aber 79-80 dann trotzdem den DFB-Pokal mit der Fortuna geholt. Und man ist auch 18 Spiele ungeschlagen gewesen im DFB-Pokal. Haben Sie da jetzt vor einer Woche mitgezittert, als die Bayern kurz daran waren, gleichzuziehen? Mit dem Finalsieg hätten Sie dann den Rekord brechen können? Ja, da habe ich nicht drum gezittert, sage ich mal. Ich wollte ein gutes Fußballspiel sehen und ich bin dann automatisch für den, der den besseren Fußball zeigt. Außer bei Dortmund, da bin ich immer ein bisschen parteiisch, weil ich die Dortmunder ganz gerne mag. Okay. 79 dann auch das Pokalfinale gegen Barcelona. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Das war wahrscheinlich das Größte, was man sich vorstellen kann. Das habe ich eigentlich gar nicht wahrgenommen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mein ganzer Kopf ist irgendwie in Watte eingehüllt. Mhm. Ich glaube, richtig kapiert habe ich das erst morgens auf dem Balkon um 5 Uhr, da saß ich mit dem damaligen Mannschaftsarzt und dem Masseur. Und da wurde mir so langsam klar, was da passiert ist. Weil das andere habe ich irgendwie nur wahrgenommen. Es war alles wie ein Trauma. War man im Tunnel auf das Spiel? Wie ist denn der Kontakt noch zu den Kollegen von damals? Aber wir treffen uns alle 2 Monate. Okay. Geht nicht nur von dieser Mannschaft, sondern aus mehreren Generationen treffen wir uns alle 2 Monate etwa. Und frühstücken zusammen und erzählen die alten Geschichten, die werden natürlich immer schöner. Ja. Ist denn der Fußball von damals noch in irgendeiner Weise mit dem von heute zu vergleichen? Nein, direkt nicht. Das ist ein ganz anderes Spiel. Wir haben ja noch Manndeckung gespielt. Mhm. Gut, ich denke, in manchen Situationen wäre das auch heute nicht verkehrt, wenn man, was ich eben im 20-Meter-Bereich vor dem eigenen Tor, da kann man nicht nur noch auf Raumdeckung spielen. Das wäre manchmal vielleicht sinnvoll, das zu übertragen. Ja, dann gehen wir mal als Tipp an den Trainer weiter. Ja, ich sehe einfach zu viele Szenen, wo die Spieler nur zum Ball führenden Mann sehen und ihre Gegenspieler nicht mehr im Auge haben und die ihn dann hinten im Hinterfeld und da die Tore machen. Ja. Das sehe ich gar nicht zu oft, auch bei großen Mannschaften. Okay. 79 und 80 auf jeden Fall die erfolgreichsten Jahre der Fortuna, glaube ich, auch auf die Fortuna sehr stolz ist. Stolz kann die Fortuna aber auch auf die Handballdamen sein. Die spielen nämlich gerade um den Aufstieg in die dritte Liga und haben am Samstag gegen Frechen im ersten Spiel 20-20 gespielt. Und wir haben mal geguckt, wie die Vorbereitung auf das Rückspiel aussieht. Die ersten Damen der Fortuna werfen sich schon warm fürs Rückspiel der Relegation für Liga 3. Nach dem 20-20 im Hinspiel gegen den HSV Frechen müssen im Team von Trainerin Heike Stanowski noch einige Stellschrauben gedreht werden. In die Karten schauen lassen will sich die Trainerin vor dem entscheidenden Rückspiel jedoch nicht. Wir haben Hausaufgaben zu erledigen. Wir wissen, dass auf einigen Punkten es noch Handlungsbedarf gibt oder Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wo sie genau sind, lassen wir uns mal überraschen. Wir wissen, dass wir welche haben und wir werden sie natürlich erledigen. Für Spielerin Judith Berger liefert das Ergebnis des Hinspiels klare Hinweise dafür, was am kommenden Samstag gegen Frechen zu tun ist. Gegen diese Mannschaft 20 Tore zu kassieren, darüber kann man wirklich nicht meckern. 20 Tore zu werfen ist definitiv zu wenig. Also wir müssen vorne im Angriff noch effektiver sein, mehr aus dem Rückraum werfen und unsere Chancen da ganz klar nutzen. Das haben wir so ein bisschen ausgelassen im Hinspiel. Vor heimischer Kulisse können die Damen das nun wieder gut machen. Um gegen den HSV Frechen weiterzukommen, reicht ein Sieg mit einem Tor Differenz. Hinzu kommt, die Fortunen sind den Druck gewöhnt. Bereits in der vergangenen Saison ging es für Katharina Esch und ihre Kolleginnen in die Relegation. Ist das jetzt vielleicht ein Vorteil? Von der Situation her denke ich schon, dass es vielleicht ähnlich ist. Die Tribüne wird wieder voll sein, denke ich. Allerdings war letztes Jahr die Ausgangslage einfach eine andere. Bei uns hat letztes Jahr nicht wirklich jemand damit gerechnet, dass wir Meister werden und erst recht nicht, dass wir dann gegen Leverkusen auch gewinnen werden, was wir auch nicht gemacht haben. Allerdings konnten wir letztes Jahr wesentlich druckfreier aufspielen und haben das Erlebnis einfach mitgenommen. Aber dieses Jahr wollen wir natürlich auch erfolgreich sein und ich denke mal, dass der Druck noch ein bisschen höher ist. Zum Glück sind in dieser entscheidenden Phase fast alle Mädels fit auf den Beinen. Für die einzige Verletzte holte man sich sogar Unterstützung aus der Fußballabteilung. Medienvertreter Wolfgang Böse klärt auf. Wir haben nach wie vor eine angeschlagene Spielerin mit der inneren Monitor, die ist schon so länger im Ausfeld, aber dank dem Bernd Reste, dem Physiotherapeuten, der Fußballer, hat er entsprechend unterstützt und
die Ina soweit fit gemacht, dass sie zumindest für Kurzeinsätze der Mannschaft zur Verfügung steht. Hat sie auch am Wochenende in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht und wird auf jeden Fall für uns eine Bereicherung sein und uns auch entsprechend helfen können. Jetzt haben es die Damen selbst in der Hand. Vergangene Saison unterlag man in der Relegation noch deutlich Bayer 04 Leverkusen. Mit dem HSV Frechen hat man nun einen Gegner auf Augenhöhe. Dieses Jahr soll's klappen. Ich glaube, weil wir einfach hier eine konstante Mannschaft haben, die es diesmal auch wollen und packen können, weil wir das Niveau haben, ob zur dritten Liga reicht. Wir haben noch Spiele gegen Rheinland-Pfalz, Saarligameister, müssen wir schauen. Das nächste Ziel ist erstmal jetzt am Wochenende erfolgreich das Spiel zu gestreiten. Weil wir auf allen Positionen super aufgestellt sind, weil wir absolut flexibel sind. Wir haben eine sehr gute mentale Stärke durch die Saison gewonnen und ich glaube, dass wir jetzt reif sind aufzusteigen. Weil wir es verdient haben und mehr verdient haben als alle anderen. Dann müssen die Fortunen ihren Worten am kommenden Samstag nur noch Taten folgen lassen. Die Handballdamen, die planen also den Aufstieg. Egon Köhnen, wie sind denn Ihre Handballerfahrungen? Erstmal habe ich selber früher Handball gespielt, weil ich hatte da in Westfalen keinen Trainer. Mhm. Und nach den Einladungen zur Schülernationalmannschaft, A-Jugendnationalmannschaft, musste ich meine Kondition verbessern. Und da habe ich eigentlich alles gemacht. Ich habe geschwommen, Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht, Handball gespielt. Und früher war das Vereinsleben bei der Fortuna auch eine ganz andere, als es heute der Fall ist. Da waren am Flingerbruch, da waren die Handballmänner, die Handballdamen, die Amateure und wir saßen da oben im Clubweib und da gab es ab und zu nette Feste, wo dann auch die Verbindung zu den Handballmädchen. Okay, zu den netten Festen kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt zu den Fragen unserer Zuschauer. Die können Sie wie immer auch stellen. Einfach eine E-Mail an 95ole@centertv.de. Das hat zum einen auch jetzt auf den Namen achten Tanja Köhn gemacht. Das ist eine unserer ja, treuesten Zuschauerinnen. Und sie fragt, hallo Herr Köhnen, was sagt Ihnen der Ehrenkodex? Wer trinken kann, kann auch Fußball spielen. Ja, das war ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, als ich das gesagt habe. Ich sage, wenn wir Dinge gefeiert haben, ich weiß, wir kamen aus Offenbach zurück, hatten dort 1-1 gespielt und waren dadurch nicht abgestiegen. Also ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Dann sind wir nach Düsseldorf gefahren, direkt nach dem Spiel, sind hier angekommen, wo haben wir unserem Clubwirt die ganzen alkoholischen Getränke weggetrunken. Und da habe ich so festgestellt, wer da richtig mitgezogen hat, auf den konntest du dich auch auf den Platz verlassen. Mhm. Und das war so die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, wer trinken kann, kann auch spielen. Ja, auch ein Spruch, den ich von meiner Mutter des Öfteren hören musste. Genau. Die zweite Frage, die kommt von Raphael Hinz. Er fragt, hallo Herr Köhnen, wie beurteilen Sie das derzeitige Gebaren des Duos Schulte-Kall und die vermeintliche Professionalisierung der Fortuna? Da kann ich wenig zu sagen. Da fehlt mir der Einblick in die Internas und da möchte ich mich auch gerne raushalten. Okay, dann lassen wir das einfach so stehen auch. Die Frage der Woche, die kommt von Peter Schneider und er fragt, hallo Herr Köhnen, wie oft denken Sie noch an das Finale gegen Barcelona zurück und denken, wäre diese oder jene Szene anders gelaufen, dann hätten wir gewonnen? Also ich denke weniger an das Spiel von Barcelona zurück, weil wie ich eben schon mal gesagt habe, da war irgendwie, hatte ich Watte im Kopf. Mhm. Das ist mir nicht so bewusst. Was mir bewusster geblieben ist im Gedächtnis, sind halt die Pokal-Endspiele, weil das eben erfolgreich war. Mhm. Und da gab es dann Szenen und Gefühle, die kann ich eher nachvollziehen heute noch als das beim Europapokal-Endspiel. Haben Sie das Spiel ja nochmal gesehen? Ja, ich habe das nochmal gesehen. Da fand ich meine eigene Leistung nicht so doll. In den Pokalspielen kam ich besser zur Geltung. Okay, das war auf jeden Fall die Frage der Woche von Peter Schneider und der bekommt wie immer einen Preis. Da gibt es einmal ein Schaltuch, so nenne ich es mal. Das kann man auf jeden Fall anziehen, ist auch jetzt nicht mehr so warm, nicht mehr so kalt, dann ist ein luftiger Schal vielleicht ganz gut. Und weil unser Gast Egon Köhnen ist, gibt es auch noch eine Autogrammkarte von Egon Köhnen. Und weil heute die Jubiläumsausgabe ist, beziehungsweise zum Geburtstag, verlosen wir auch noch eine Krawatte von Cinque. Das ist der Ausstatter der Fortuna. Deswegen habe ich auch eine Krawatte an. Dann müssen Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Krawatte
an 95ole@centertv.de schicken. Und dann mit ein bisschen Glück gehört diese schöne Krawatte Ihnen, Egon Köhnen. Das war schon unsere Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für den Besuch. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war's mit 95 Ole, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen vor dem Spiel gegen den FSV Frankfurt. Und das ist dann auch gleichzeitig die letzte Folge der Saison. Schalten Sie dann also auf jeden Fall wieder ein. Machen Sie es gut.